Es ist schon krass. Es ist schon krass, Leute. Wieso habe ich so wenig Stamina? Ich habe Kaffee getrunken. Mann. So. Ich wollte gerade sagen, es ist mitten in der Nacht, aber es ist gerade Tag geworden. Ich bin hier noch in einem POI, wo ich gerade eine Night Quest gemacht habe. Eine Nachtquest, wo ich Generatoren reparieren soll und nebenbei alle Zombies platt machen, wie sich das gehört. Und das habe ich auch sozusagen ganz ordentlich hinbekommen. Oh, Bücher! Trigger Group Burst Mod Schematic. Kenne ich noch nicht, lerne ich. Ich lerne alles. Ob ich es brauche oder nicht. Spielt keine Rolle. Ist da was hinter versteckt? In der Alpha 21 habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, dass viele andere Bilder, wie jetzt nur das nette Vögelchen, meistens nichts versteckt haben. Wenn es aber die größeren Bilder mit den Personen sind, ja, die nicht unbedingt. Ja. Da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Die Katzenbilder sowieso nicht. Da ist nie was hinter. Sowas könnte verdächtig sein, aber das ist Außenmauer, daher glaube ich auch nicht, dass da was ist. Die Zombies da draußen, die nerven mich so ein bisschen. Also die sind wirklich draußen. Nee. Da. Vielleicht. Schulterschuss. Ein Schuss in die Schulter. Und noch einer. Der reicht. War das der Einzige, der hier Krach gemacht hat? Guten Morgen, liebe Zombies. Wie geht's euch? Ich höre nichts. Ich gucke hier nochmal rein. Ah, ja, doch. Oh, Zement. Oh, wie kommst du denn hier hoch? Du hast ja gar nichts zu suchen. Diese Baustelle, diese Lootstelle ist für Kinder nicht gestattet. Ja, Steve ist kein Kind mehr. Der ist ganz schön fit. Ganz schön flink vor allen Dingen. So, hier sind die Generatoren, die ich aktiviert habe. Und hier konnte ich noch mal ein bisschen Mehl sammeln. Maismehl. Da habe ich mittlerweile schon 30 von. Da lohnt sich das. Medical Journal. Jo. Kann ich meistens immer ganz gut gebrauchen. Das kann ich scrappen. Komisch. Jetzt habe ich extra Blei mitgenommen. Und was finde ich nicht? Blei. Use. Sobald ich es weglege, ist es wahrscheinlich wieder da. Ja, schmutziges Wasser stackt zumindest. Das ist in Ordnung. Geld gibt es hier nicht. Ein Kochtopf nochmal. Ich weiß nicht, wie viele Kochtöpfe ich habe. Und Home Cooking Weekly finde ich momentan andauernd viel zu viel. Obwohl ich das schon lange durch habe. Da konnten die Funpimps echt noch ein bisschen was ändern. Eigentlich sorgen sie dafür, dass man die Magazine, die man durch hat, oder die Magazinserien, nicht mehr so oft findet. Home Cooking Weekly scheint da eine Ausnahme zu sein. Scrap. Da ist noch einer. Das kann ich ja nicht zufällig aufmachen hier. Mist! Das wäre cool gewesen. Ich wollte ja nicht alle Türen aufmachen. Ah, muss ich später mitnehmen. Dann nehme ich meinen Universalschlüssel jetzt. Das ist ein bisschen nervig. Hallo, mach auf. Danke. Jetzt höre ich nichts mehr. Doch, da klopft noch einer. Komm her. Einmal über die Rübe. Hier aus dem Gestänge. Aus dem Gaszähler raus. Darwin? Oder Marlin? Ich komme immer durcheinander. Aber das Stamina, das habe ich auch.
Ich habe schon lange nicht mehr mit dem Speer gearbeitet. Warum eigentlich nicht? Macht immer Spaß. Vor allem, wenn dann die Trefferpunkte langsam hochzählen und man immer um den Prozentsatz mehr Schaden macht. Das ist eigentlich schon ganz schön. So. Und hier ist das, die Kiste wahrscheinlich schon voll. Habe ich mir gedacht, aber Kartoffelsamen. Noch nie war er so wertvoll wie heute. Hier steckt leider nichts von. Da vielleicht? Ja. Grave Digger Mod. Habe ich eine Schaufel? Wo ich noch keinen drin habe. Upsi. Modify. Das geht ja nur gar nicht. So. Und ich habe sogar noch einen Slot frei. Wo könnte ich denn das reinmachen? Kann ich eventuell so etwas auch auf die Fire Axe machen? Modify. Da habe ich noch einen Slot. Passt. Ja. Mehr Schaden für die Feuer Axt. Auch nicht schlecht. So, Verbandsmaterial habe ich mehr als genug. Ach, diesen blöden Ironhelm, den hätte ich gleich scrappen können. Scrap. Oh, und Shotgun Shells. Ja, wenn ich mal eine Shotgun hätte. Also eine, die es wert ist. Viel zu viel Verband. Ich bräuchte noch mal ein paar Zombies, die mich ein bisschen beschädigen. Naja, nicht wirklich. Muss nicht sein. So, mach die Tür mal auf hier. Hier habe ich das Mehl schon weggeschaufelt. Ich muss mal gerade hier gucken. Da ist noch Mehl. Steine habe ich einen Stack noch mit. Ich bin ja immer noch mit der Steinaxt unterwegs. Also das ist ungewohnt, aber es ist halt so. Yucca-Samen. Ah, nehme ich natürlich immer gerne, weil Yucca-Saft wirklich gut ist. Steel Club Parts. Das ist schon ganz nice. Ich muss jetzt sowieso mal die Türen hier aufmachen. Jetzt sind ja auch keine Zombies mehr unterwegs. Gab es hier noch irgendwas? Achso, das war der, den ich von unten schon durchsucht habe. Da wurde wieder gespart. Aber hier. Das deckt zu Hause noch. Das ist wertvoll. Und Eisen sowieso. Ach, hier muss ich erst noch wieder das Dach stimmt. Untouched. Ich will es nur touchen. Alles, was untouched ist und getouched wird, es gibt Punkte. Ich muss jetzt nicht unbedingt alles mitnehmen. Empty, empty, das heißt, da war ich schon. Untouched. Wie gesagt, mitnehmen muss ich das ja nicht. Ich glaube, Gammelfleisch habe ich auch relativ viel. Und wenn, weiß ich, wo ich was finden kann. Auf der Straße. Das Gammelfleisch liegt auf der Straße. So, das deckt wenigstens alles. So, wieder runter, 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 runter. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo was war. Das hatte ich, glaube ich, hier kontrolliert. Habe ich. Das ist offen. Hier ist nichts zu holen. Aber hier. Oh. Nur Cash ist erstmal wichtiger. Das ist leer. Medical Supplies. Oh, das geht noch. Zack. Das ist auch das Wesentliche. Hier ist noch was drin. Ein bisschen Stoff. Okay, dann machen wir mal hier die Türen auf, damit ich nicht die ganze Zeit hoch und runter laufen muss. Hier ist noch untouched. Ach richtig, den ganzen Safe, der ist ja noch voll mit guten Sachen.
Ja, das ist immer das Problem. Ich sag immer, der schlimmste Feind in Seven Days to Die ist das Inventar. So ist es nun mal. Nee, das wird auch nichts. Das wird mir alles zu eng hier, Leute. Wir machen erstmal Folgendes. Hier kann ich mit Sicherheit noch was einbauen. Modify. Da kommt jetzt hier der Bunkerbuster, damit ich besser Steine damit kloppen kann. Es geht nur darum, dass ich es einfach irgendwo auf der Tasche packe. Hier ist so ein 8-fach-Scope schon drauf. Schade. Das heißt, das kann ich nirgendwo einsetzen. Das Geld mal kurz weg. Dann versuche ich mal, meine Knochenmesser hier umzubauen. Modify. Der hat sogar 3 Slots. Als in Klammern miese Waffe oder mieses Werkzeug. Halt! Modify. Modify. Und jetzt kommt der Trick. Trick 17. Ein Knochenmesser besteht aus Knochen. Wenn ich es zerlege, Scrap, bekomme ich 3 Knochen. Um ein Knochenmesser zu reparieren, brauche ich Knochen. Also habe ich jetzt Knochen. Repair. Und die anderen beiden, tschüss. das sind so die Vorteile von den einfachen Waffen. Ein einfaches Shirt. Ja, das ist nicht so mein Stil, Scrap. Und Stoff kann ich sowieso immer gut gebrauchen. Oh. Noch wieder was. Das muss sofort kontrolliert werden. Oh, mir fällt gerade was ein. Da denke ich gerade drüber nach. 42 Nägel, das ist natürlich viel. Und 3 Klebstoff. Das ist auch viel. Draußen warten noch wahrscheinlich 2 Dobermänner auf mich. Die gehörten nicht mit zum Job. Und wenn ich hier gleich den Laden aufmache, dann habe ich sie gleich am Hals. Jetzt wird es noch schwieriger. Naja, ich weiß, wo steht. Oh, Electrical Traps. Sehr nett und sehr viel Eisen. Also für Loot, muss man dazu sagen. Das ist nachgeladen. Ich befürchte, dass die gleich getriggert werden. Jo. Und es sind immer 2 jetzt. Und wieso bin ich schon wieder? Und sobald man mit Hunden zu tun kriegt, ist man infiziert. Oh, der letzte Honig. Dieser blöde Job hat mich 2 Honig gekostet. Ihr blöden Viecher. Was fällt euch ein? Und ich habe ja momentan wirklich absolut Pech, was Honig angeht. Electrical Wire Relay. Auch wertvoll. Moment. Polymer weg. Gut, lasst mich hier raus. Ich muss nach Hause. Taschen sind voll. Zombies toben trotzdem hier noch rum. Egal. Und ich möchte den Job ja auch abgeben und mir gleich einen neuen holen, damit ich hier mal ein bisschen vorwärts komme. Ich würde gerne nur irgendwann mal dahin, wo es noch mehr Magazine gibt. Sag mal, wo war denn der Zombie? Keine Zeit. Und kaputtes Knie habe ich auch schon wieder. Oh, das wäre noch ein Slot hier. Nichts. Ich muss mal gerade absteigen und mein Knie verbinden. Es ist schon teilweise sehr merkwürdig. Andere latschen durchs Land und denen passiert überhaupt nichts. Und mich guckt so ein Zombie-Dobermann schief an und ich bin infiziert. Und Honig finde ich ja nicht. Naja, was soll's?
Nicht jede Urlaubsreise kann so gemütlich laufen, wie man es geplant hat. Manchmal geht halt was schief. Das Flugpersonal streikt. Das Reisegepäck bleibt irgendwo liegen. Egal. Wir arrangieren uns sogar mit der Zombie-Apokalypse. Da kennen wir nichts. So. Aber Geld habe ich eigentlich ganz ordentlich. Ja, das hätte ich noch stacken können. Ist aber egal. Nicht so schlimm. Erstmal die Baumaterialien, 3 Klebstoff. Klebstoff ist sehr wertvoll. 32 Forge-Stil habe ich immerhin schon mal. Soweit ich mich erinnern kann, ich habe ja schon mal so ein bisschen gerechnet, brauche ich 42 oder 43 Stahl. Das ist nicht von schlechten Eltern. Und zwar, ich rechne natürlich schon für ein Motorrad. Und die Sachen, die sind gar kein Problem. 2 Reifen, Motore habe ich auch genug. Eigentlich müsste ich auch irgendwo noch eine Batterie haben. Ich glaube, die ist aber draußen. Was kann hier noch rein? Sewing Kit. So. Noch irgendwas, was hier bleiben kann? Die Short Arm Pipes. Habe ich überhaupt noch was? Ja, ja, ich habe eine Pipe Rifle. Teil das mal auf. So. Okay, ich werde hier gerade ein bisschen aufräumen, meine Sachen auspacken und dann geht's ab zum Händler. Wir sehen uns. Bis gleich. So, Tür zu. Ich hab's geschafft. Der Kofferraum ist leer. Außer Reservesprit. Ab. Jetzt geht's zum Händler. Lass mal eine Belohnung einsacken. Falls er mir anbietet, und diese Belohnung kommt relativ häufig, 25 Stahl, dann nehme ich die. Ist jedenfalls so vorgeplant, denn ich brauche ja noch 2 Magazine, Vehicle Adventures, und dann kann ich ein Motorcycle bauen und dann kann ich endlich auf große Tour gehen, denn ich mache hier ja Urlaub. Okay, es sieht momentan nicht danach aus, das Wetter ist bescheiden. Aber, jo, ich bin guter Hoffnung. Man muss nicht alles so negativ sehen. Es wird schon heller. Es regnet zwar noch. 56,6% nass. Und die Sonne kommt raus. Blauer Himmel. Ich trockne. Was will man mehr? Ein schnelleres Vehikel, ja. Das will ich. Aber da arbeite ich dran und ich denke, ich bin doch ziemlich dicht dran. Ich bräuchte jetzt noch irgendwie einen schönen Job. Am besten da, wo es was zu lesen gibt. Oder ich mache es einfach selber. Ich muss ja nicht den Job sofort erledigen, den er mir gleich gibt. Erstmal sehe ich zu, dass ich noch ein bisschen Geld scheffle. Moment. Da war dann noch die Treppe, die geht vielleicht schneller. Beziehungsweise die Leiter hier. Die Treppe ist so ungewohnt. Ah ja, hier ist einiges ungewohnt, ne? Hallo. Ne? Der gute Joel, der steckt immer noch in seiner vor seiner Falltür fest, im Boden fest. Der kleine Joel. Many thanks. You've proved to be very resourceful. Here Compound today. Crossbow. Ah, ein Dreier Compound. Eine Stahlspitzhacke. Und nur Stahl habe ich natürlich nicht. Crafting Skills Magazine Bundle ist natürlich auch cool. Aber die Dreier Stahlspitzhacke, die lockt mich natürlich ganz besonders. Der Compound Crossbow ist auch wunderbar. Aber ich bin... Schwierig. Ich nehme erstmal die Stahlspitzhacke.
complete. Dann gucke ich mal in dein Inventar. Erstmal, dass ich hier ein bisschen was verkaufen kann. Sell. Ja. Weg damit. Hast du irgendwas Spannendes hier? Vitamine habe ich genug. Lantern. Ja, können wir mal drüber reden. Electrical Fence Posts. Ja, ich habe die Horde ja gerade hinter mich gebracht. Noch eine Forge, eine zweite Forge. Könnte irgendwann mal nützlich sein. Aber ich glaube, die kriege ich auch selber schnell zusammengebastelt. Fahrzeuge, die wären viel interessanter. Was hat er da für einen Knüppel? Ein Vierer-Baseball, ich habe einen Dreier-Baseball. Nö. Kartoffelsamen kaufen. Kenne ich nix. Die wichtigsten Dinge zuerst. Anvil habe ich kiloweise. Kann ich jetzt sogar selber bauen. Also was soll's. Get hammered. Wiring, Medical Journal. Armored up. Das kaufe ich ihm auf jeden Fall ab. Get hammered interessiert mich eigentlich nicht, weil ich mit Vorschlaghämmern nicht unterwegs bin. Medical Journal wäre da schon interessanter, aber das findet man relativ häufig. Ich nehme lieber das Wiring. Das sorgt dafür, dass ich also besser mit Elektrizität umgehen kann. Und früher oder später kann das ganz nützlich werden. Haben wir hier noch was? Noch ein Wasserfilter? Nö, brauche ich eigentlich nicht. Meine Wasserversorgung, die läuft mit zwei Tausammlern. Hier ist auch keine Rüstung, die ich wirklich haben will. Bandit Armor Plating Mod. Das kaufen wir ihm mal ab. Denn sowas, damit kann ich meine Stoffrüstung auch verstärken und die durchaus auf das Niveau von leichter Rüstung bringen. Ja, kein Problem. Ich will mal gerade gucken, ob ich das irgendwo direkt einbauen kann. Der Helm, der müsste mal repariert werden. Ja, vielleicht noch nicht so schlimm. So, da habe ich schon sowas drin. Hier habe ich Scrap Gloves, da will ich eigentlich noch mal was Besseres haben. Da ist auch schon sowas drin, aber den Schuhen nicht. Also passt es. Modify. Taschen hätte ich lieber. Ich habe hier noch ein paar Slots, die ich wegkriegen muss. Und dazu bräuchte ich hier bessere arme Pocket Mods. Complete. Lese ich mal das hier gerade weg, dann habe ich es nicht mehr auf der Tasche. Aber die Stahlspitzhacke, die ist schon sehr cool. Kann ich die dann mal in Rente schicken? Beziehungsweise das gerade reparieren, kostet mich ja ein Stück Stoff. Das ist einer der Vorteile der Stoffrüstung. Und jetzt holen wir uns noch einen Job. So, Trader Joel, hast du ein paar Jobs für mich? Restore Power haben wir gerade gemacht. Infested Clear im Norden. Ich kann nicht sehen, wie weit das weg ist. 1,4 Kilometer. Wenn das... Wir haben nämlich auch da gerade... Auch im Norden. Night only. Infested Clear bringt natürlich Munition. Das ist der andere Vorteil. Aber wenn das natürlich schon wieder die Creamery ist, die ich ja auch kurz vor der Horde gemacht habe, dann wäre das doof. Schlimmstenfalls lasse ich die einfach sausen. Nee, The Brown Residence. Okay, dann nehmen wir eine Infestation. Ja, alles klar. Das ist natürlich jetzt schon wieder im... nicht im Wasteland. Da sind wir noch nicht. Sondern im Burnt Forest. Den gibt es übrigens nur hier. Da muss ich raus. Vielleicht mal gerade gucken, ob hier irgendwas respawnt. Nö. Ja, ich bin zu oft hier. Das ist das Problem. Tong. So. Geld weg. Kartoffeln weg. Hier wollte ich ja umbauen. Das heißt, oh, guck mal, wie voll das Ding ist. Modify. Das nehmen wir alles raus. Und es könnte sein, dass das Ding auch schon 4 Slots hat. Modify? Nee, hat es nicht. Schade, aber
nicht ganz so schlimm. Die wichtigsten Sachen kommen auf jeden Fall rein. Bunkerbuster, Ironbreaker und Ergonomic Grip, dass ich ein bisschen mehr Stamina dabei habe. Und was haben wir hier? Da habe ich ja hier dieses Messer drauf. Modify. Dieses Tempered Blade Mod, das nehmen wir mal raus und da packe ich stattdessen Weighted Head. Dann ist das Ding noch eine bessere Nahkampfwaffe. Habe ich hier noch einen Slot? Modify. Leider nicht. Naja, ist nicht so schlimm. Alles kein Problem. Ich packe das auch mal hier rein. So. Und bevor ich jetzt irgendwie den Job mache... wo ist der überhaupt? Ach ja, wenn der im Norden ist, dann ist der vielleicht doch ungefähr in der Richtung, wo ich sowieso hin will. Denn ich weiß, im Schneebiom, da bin ich ja schon mal so ein bisschen hingefahren. Und da gab es so einige Geschäfte. Und worauf ich scharf bin, sind natürlich Magazine. Und ich glaube, da war ein Crack-a-Book, also ein Buchhandel. Ja, das Ding liegt woanders. Ich weiß nicht, wo der wirklich hin will. Ich kann ja mal gucken, ob ich das kenne. Ach je, auf jeden Fall im Schneebiom. Naja. Ich tucke mal erstmal ein bisschen einkaufen. Ich denke, ich kann mich ja auch ein bisschen entspannen. Ich muss ja nicht jeden Tag unbedingt einen Job machen. Ich fahre mal ein bisschen einkaufen. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen was. Ich muss aufpassen, wen ich fahre hier. Die Fahrzeuge gehen mittlerweile so schnell kaputt. Kaum fährt man gegen so ein stehendes Auto, muss man das Ding schon wieder reparieren. Ist ja wie im richtigen Leben. Aber eine Versicherung, erst recht, Vollkasko, das gibt's hier nicht. Wenn du selber nicht schrauben kannst, aber ich kann, ich habe nur Repair-Kits. Auf jeden Fall, hier kommt keiner zu deiner Rettung, außer Zombies. Und ich glaube, die haben anderes mit dir vor. Die wollen dein Minibike nicht reparieren. Butcher Pete. Das ist auch immer eine sehr lustige Night-Only-Quest. Gott sei Dank bin ich einigermaßen warm angezogen. Ja, ihr werdet auf jeden Fall Punkte. Apropos Punkte, ich muss mal gucken, ob ich nicht noch ein paar Punkte vergeben kann. Aber jetzt nutze ich erstmal das schöne Wetter aus. Es ist auch nicht allzu kalt. Erst wenn es hier schneit, dann muss ich aufpassen, dass ich mir einen abfriere. So, hier vorne. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich hätte es nicht sagen sollen. Da fliegen schon die ersten Schneeflocken. Also hier war ich auf jeden Fall schon mal. Ja, ja, du mich auch. Und hier bin ich ein bisschen rumgelaufen. Aber hier bin ich... Ah, Savage Country, da kriege ich was Warmes. Ich meine, irgendwo gab es hier doch ein Buch. Da, Crack a Book, ich wusste es doch. Ich habe mich nicht getäuscht. Ha! Das ist ein Automat und kein Bulle, ne? Ich habe Durst. Ich habe sogar ziemlich Durst. Ich trinke nochmal einen Kaffee. Der hält mich auch ein bisschen warm. Der mich gleich nervt, wenn ich da reingehe? Wahrscheinlich. Wackel doch mal in meine Richtung. Jetzt muss ich in deine Richtung wackeln. Ey, was? Was? Von hinten? Diese Zwillinge immer.
Ach, bloß jetzt kommt noch einer von hinten und es sind Drillinge. Out of Stamina. Es ist schon krass. Es ist schon krass, Leute. Wieso habe ich so wenig Stamina? Ich habe Kaffee getrunken. Mann. So. Two. Eins, zwei. Ein perfektes Pärchen. Naja. Unlocked. Ich sehe viele schöne Bücher. Ich gehe aber trotzdem erstmal leise durch. Licht aus. Ah, ein Bulle. Ich wusste es. Ich wusste es. Den muss ich erstmal aus dem Spiel nehmen. Unbedingt. Nein, er läuft noch. Hund läuft weg. Macht mir die Bücher kaputt. Es, ich glaube es nicht. Wie kommst, wo kommst du denn schon wieder her? Mann, die kommen von draußen. Wieso komme ich hier nicht raus? Achso. Ja, fix nochmal, jetzt reicht's mir aber. Muss ich dann wieder die Knarre rausholen? Ja. Ich höre noch von hinten wieder was. Da. Ach, das ist eine ganze Horde. Na, Mahlzeit. Immer wenn ich in sowas reingehe. Ich wollte noch nur eine ruhige Lesestunde. Und was ist? Zombies ohne Ende. Stamina ist da. Dann kann ich auch mal. So. Luft holen, Stamina. Kaffee wirkt noch. Du auch? Geht doch tot los. Nein. Stamina ist weg. 30, 20. Muss ich wieder die teure Munition einsetzen. Oh, wunderbar. Es läuft heute. Nicht wahr, Mo? Die Zunge ist noch dran. Die kommen mir gleich auch auf den Nerven. Nein! Aus! Jetzt habe ich wieder keine Stamina. Für den Lumberjack, dann nehme ich lieber den Speer. Ich darf nicht so viel Powerschläge machen. Ich finde das so schade, dass man diesen Speer nicht mehr werfen kann. Ach ja. Spearhunter. Haben wir das was zum Verkaufen? Ja, Scrapping ist fun. Das wird schon interessanter. 28. Ich kann eine Ratchet. Ich habe aber schon eine. Nee, ich habe eine 5er Wrench. Wiring. Habe ich die letzte Zeit auch öfter mal gefunden. Finde ich aber auch sehr gut. Gleichfalls Electrical Traps. Wobei, die nächste Horde steht ja. Ist ja in der Vergangenheit. Oder ist noch lange hin. So, Handgun Magazine. Ja, da kommen wir der Sache schon näher. Ich kann eine normale Pistole in Quality 4. Ich habe eine mit 5. Also noch. Keine Panik. Nochmal Handgun Magazine. Vehicle Adventures, das will ich haben. Shotgun. Ja. Da müsste ich auch dringend mal bei, dass ich endlich mal eine vernünftige Shotgun kriege. Ja, Get Hammered interessiert mich eigentlich nicht so. Oh, Sniper Volume 5, die kenne ich noch nicht. Zooming uses 15% less Stamina. Also, use. Das ist sehr gut, denn wenn ich jetzt hier mit ziele, das geht um meine Stamina. Wie man sieht, die Stamina geht runter. Außer Hüfte schießen, alles gut. Aber zielen, das kostet Stamina. Da ist noch ein bisschen Literatur. Tools Digest, Scrapping is fun. Oh, Geld.
auch nicht schlecht. Da ist wieder ein Zombie wach geworden. Da. Vielleicht noch ein? So. Weiterlesen. Cooling Mesh Mod. Schematic. Sehr schön. Das wollte ich auch noch lesen. Jetzt habe ich Hunger. Kein Problem. Einmal Hobo Stew. Macht mich auch wieder ein bisschen gesund. Um nicht zu sagen, das sollte reichen. Use. Iron Tools Quality 5. Das heißt, ich kann bald selber Stahlwerkzeuge machen. Nochmal Scrapping ist fun. Nur das, was ich haben will. Das Southern Farming. Ich konnte bisher noch keinen Kartoffelsamen. Ja, jetzt kann ich ihn auf jeden Fall. Ich muss wirklich gleich mal auf meine Punkte gucken. Nochmal Scrapping ist fun. Ey, wie seid ihr sortiert? Habt ihr nichts für Schrauber? Tools Digest. Hm. Steel Tool Quality 1. Da sind wir. Papier. Papier. Ja, irgendwann werde ich auch mal Papier brauchen, aber das war jetzt nicht das, was ich haben wollte. Oh. Oh! Oh! Radioaktiv! Lauf! Habe ich dazu für dich einen Red Remover drauf? Ich habe einen Red Remover drauf. Remove the Red! Danke. So. Werde hier die Tür aufgemacht. Muss ein Zombie gewesen sein. Ich weiß nicht. Kaffee? Schmutziges Wasser habe ich genug von. Steine. Sowas verstecken die? Echt. Hier gibt es jetzt nochmal ein bisschen Geld. Oh, sogar richtig viel. Habe ich eigentlich, glaube ich, jetzt langsam genug. Nochmal schmutziges Wasser. Kartoffeln. Kartoffeln. Nimm sie und hüte sie wie dein Leben. Und nochmal Literatur. Scrapping ist fun, aber gleich zwei. Ja, dann komme ich da wenigstens auf nettes Werkzeug zum Zerlegen. So komme ich in die Küche. Ah ja. Ich war, glaube ich, doch schon mal hier. Die Kisten sind ja alle auseinandergenommen. Aber egal. Wenn es... Scrap. Nehmen wir mit, danke. Es muss doch noch irgendwo ein paar Bücher geben. Nochmal Bow, Crossbow Parts. Der Rest kann da drin bleiben. Foods. Naja, die haben ja eine Kantine. Da macht das schon Sinn. Oh, Large Beef. Kann man gut mit kochen. Ach so. Da war nichts Spannendes drin. Da könnte nochmal könnte theoretisch vielleicht eventuell Literatur drin sein, aber ist natürlich nicht. Aber der Pinsel. Oh. Ach, der war doch drin. Ich dachte, der wäre hinterm Zaun. Geh tot. Wow. Was? Und eine radioaktive? Nachladen. Ich kenne mich doch. Ja, ich bin ein schlechter Schütze. Ich zähle nicht mit. Du zählst auch nichts hier. Na komm. Tot? Ein Schuss? Hm, ich bin überrascht. Crickabook. Deswegen bin ich hier, Leute. Deswegen bin ich hier. Forge ahead. Immerhin schon mal einer der wesentlichen Sachen. Und Ratchet Quality 3. Bisschen Farbe. Ja, könnte ich später mal gebrauchen, wenn ich was bepinseln will. Oh,
Manchmal findet man interessante Sachen im Müll. Jetzt habe ich wieder alles gefunden und nicht das, was ich haben will. Klassiker. Dann nehme ich wenigstens Stoff, Papier mit. In größeren Mengen, damit sich das auch lohnt. Gut, ab aufs Dach. Moin. Geier? Ich frage ja nur. Nochmal ein Skorp. Die waren mir sehr aggro. Schon wieder radioaktive Zombies kriege ich, aber vernünftige Waffen kriege ich nicht. Also das ist ja mit die beste Waffe, die ich momentan habe hier. Was ist das denn da unten? Ey, Leute! Ich war doch wieder halb im Boden versunken. So tief ist das doch da gar nicht. Stirb doch endlich! So. Die ist immer noch nicht tot. Wie viel Munition habe ich eigentlich noch? Das ist ja schlimmer als die Horde. Also die Blood Moon Horde. Scrap. Mensch, ich will doch nur noch zwei Magazine. Vehicle Adventures. Das ist das, was ich haben möchte. Ja, Geldstack wenigstens. Altes Geld. Ist ja sehr, sehr wertvoll. Hier keine Zombies, keine Geier. Irgendwas ist hier versteckt. Da wird wohl... Nee. Und Bier brauen will ich auch noch nicht. Gab's hier auch noch was anderes? Nee. Wir öffnen das mal alles. Da lohnt es sich nicht. Manchmal lohnt es sich hier drauf zu kloppen. Es könnte was drunter sein. Muss nicht, kann aber sein. Uah! Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Erstmal die Radioaktive wieder wegmachen. Nachladen. Komm ich dran? Oh, der hat auch schon wieder glühende Augen. Der Vertreter hier. Der Bauarbeiter wahrscheinlich auch. Ja, der geht so. Out of Stamina. Es ist nicht wahr. Ja, ich habe eben gezielt geschossen. Wie gesagt. Es macht ja die Lampe kaputt, dieser... Mensch, die war wertvoll. Und jetzt haut er da hinten ab. Schuss jetzt. Schluss jetzt. Schluss jetzt mit Schuss. Mann. Irgendwann. So, einmal Crack a Book noch. Da ist... Den lasse ich mal ein bisschen köcheln. Die Spannung steigt. Und ich habe ja schon wieder einen abgebrochen. Oh Mann. Aber immerhin habe ich noch ein paar. Ein paar habe ich noch. Ich nehme ich. Ich habe eine Stahlspitzhacke. Mal gucken, wie gut die ist. 4, 2, 3, 9. Es gibt ja noch ein paar Dinge, die man besser knacken sollte. Kannst du mal die Klappe halten? Das nervt. So kann ich mich nicht konzentrieren. Deswegen breche ich mir andauernd meine Dietriche ab. So. So geht's aber auch. Tools Digest. Munition nehmen wir natürlich gerne. Oh, es ist Nacht. Es ist Nacht. Ich bin schon wieder viel zu lange unterwegs. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Shotgun Weekly. Wieder Sachen, die ich noch gut verkaufen kann. Aber ich habe ein...
Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich euch die Tür aufmache. Ich glaube wohl, ich bin doof. Bin ich aber nicht. Arrow Rest Mod. Nice. Nochmal Scrapping ist fun. Und kein blödes Fahrzeugmagazin. Das hätte ich so gerne gehabt. Da ist noch eine Chance, haben wir noch. Die kommen da sowieso nicht durch die Tür. Get Hammered. Handgun Magazine. Ja. Pistol Quality 5. Hm. Urban Combat. Auch nicht schlecht. Noch eine Chance. Mensch, irgendwo muss doch mal ein Vehicle Adventures drin sein. Tech Planet. Also das ist jetzt wirklich Mobbing. So geht das nicht. 3 Skill Points habe ich immerhin. So, jetzt will ich mal gerade gucken. Draußen toben die Zombies. Ist mir doch egal. Das sind meine Bücher. A Grease Monkey. Level 4. Komisch. Oh, seid ihr reingekommen? Entschuldigung. Jetzt stehen sie hier. Wissen nichts mit sich anzufangen. Was? Zombies, echt. Wenn eine KI so ist, dann gut Nacht. So. Ich wollte doch nur meine Punkte vergeben, Leute. Also. Wo war ich stehen geblieben? Hier. Ich würde gerne noch einen Grease Monkey stecken, um die Chance zu erhöhen, dass ich da was bekomme. Living of the Land, da würde ich auch gerne noch einen reinstecken. Ich bin so... Egal. Hier ist mal einen rein. Da gibt es 4. Dann kann ich einen in Grease Monkey stecken, wo wir schon mal dabei sind. Lockpicking. Wäre ja auch nicht schlecht. Advanced Engineering. Items craft 20% faster at the forge. Ja, komm. Ich muss ja irgendwann mal vorwärts kommen hier. So. Ein Hut. Ja, Medizin könnte ich sogar gebrauchen. Gib mal her. Use. Ist. Eine Pille bleibt hier. Ja, weiter komme ich hier eh nicht. Die Türen brauche ich ja nicht mehr aufzumachen. Oh, und ein Wolf. Ich laufe mir doch keinen Wolf hier. Ich wollte Feierabend machen. Und Fleisch brauche ich eigentlich auch nicht. Aber die Punkte? Hm. Schwierig. Madam. Und von hinten auch noch eine. Oh, die hat auch schon wieder leuchtende Augen. Ja, aber es ist auch Nacht. Ich verzieh mich hier. Tut mir leid, Leute. Ich weiß, es sind... Oh, es sind XP. Oh! Und sie duckt sich wieder weg. Okay, sie duckt sich aber immer nach links weg. Ja, jetzt nicht. Jetzt aber. Naja, wir sind noch ein paar Punkte. Ich will aber Feierabend machen, Leute. Es ist wieder viel zu lang geworden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu 7 Days to Die, Anmerkungen, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Und vielleicht habe ich dann ja Glück und finde endlich diese restlichen 2 blöden, listigen, diese netten, freundlichen, liebenswerten, begehrlichen, begehrten, hochbegehrten Magazine Vehicle Adventures. Und dann kann ich endlich auf Tour gehen. Es wird Zeit.
Naja, drückt mir die Daumen, macht's gut. Tschüss.